Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch einmal, wie ihr diesen wunderschönen Babypullover selber nachstricken könnt. Ihr benötigt hierfür zwei verschiedene Größen an Nadeln. Also ihr benötigt zum einen ein Nadelspiel, damit wir hier oben am Hals starten können und für die Ärmchen hinterher, und zwar einmal in der Größe 4 und in der Größe 3,5. Also ich schreibe auch nochmal alle Angaben unter dem Video in die Beschreibung. Guckt da ruhig immer rein. Ein, zwei Tage später schreibe ich da immer alle möglichen Informationen rein und auch Angaben für andere Größen. Dann braucht ihr eine Rundstricknadel in der Größe 4, denn die Rundstricknadel, die nehmen wir dann nur noch für den Körper. Also wir stricken die Bündchen, alle Bündchen in 3,5, damit das ein bisschen schmaler ist, hier an den Ärmeln auch und hier unten die Bündchen, und den Rest stricken wir mit der Vierernadel. Eine Schere hat man ja sowieso immer, Maschenmarkierer oder Wolle, alte Wollreste, das reicht eigentlich auch zum Markieren. Ja, zu der Größe von dem Pullover, die Größe hier entspricht der Größe 74-80. Ich sage euch auch mal eben die Maße. Wir messen hier von Achsel zu Achsel 28 cm und vom Halsausschnitt bis hier unten 26 und von der Schulter bis ganz unten ungefähr 28. Ja, es wurde von oben nach unten gestrickt in einem durch. Wir haben hier so gut wie gar nichts zu vernähen. Also es wird hier mit einer Raglanlinie gestrickt. Das ist wirklich nicht schwer. Hier oben haben wir ein Perlenmuster gestrickt. Dann wird hier eine krausrechte Kante gestrickt, an den Ärmeln auch. Und dann einfach glatt rechts weiter. Und hier unten das Bündchen, zwei rechts, zwei links, so wie hier oben und auch an den Ärmeln. Ja, was gibt es sonst noch zu beachten? Ja, an Material habe ich einen Baumwollmischgarn genutzt aus 50% Baumwolle und 50% Polyacryl. Das war dieses hier, genau. Also ich würde wirklich bei Babysachen auch schon darauf achten, dass das Naturgarne sind oder zumindest wie bei diesem hier, dass 50% mindestens Baumwollanteil im Garn enthalten ist. Also es ist natürlich jedem selbst überlassen, aber ich finde das einfach für die empfindliche Babyhaut ist das immer schön, wenn man dann auf ein bisschen mehr Naturgarn zurückgreift. Da gibt es ja auch viel Auswahl. Und achtet nur darauf, dass ihr wirklich auch dieselben Nadelstärken verwendet, denn wenn ihr eine größere Nadel nehmt, dann wird die Arbeit auch automatisch größer, und wenn ihr eine kleinere nehmt, dann wird die Arbeit natürlich automatisch kleiner. Benötigt habe ich hier, das waren 50 Gramm Knäuel, ungefähr 3 bis 4, ich meine, das vierte hatte ich so gerade angefangen, genau, seid auf Nummer sicher und nehmt lieber 4 Knäuel dafür. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mit dem Pulli, macht mit, und ich hoffe, das Video gefällt euch, und vergesst mir nicht am Ende des Videos einen Daumen hoch zu geben, und ihr könnt mich auch gerne abonnieren, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos von mir. Okay, dann legen wir jetzt los, dann viel Spaß beim Stricken. Für unseren kleinen Pullover starten wir jetzt erstmal mit einem kleineren Nadelspiel. Wir starten oben das Bündchen am Hals mit einer 3,5 starken Nadel und hinterher gehen wir auf die Nadelstärke 4 für den Körper über. Das machen wir auch an dem Bündchen am Arm und dann am Ende an dem Bündchen. Ja, wir starten dann direkt mit der Maschenaufnahme, und zwar nehmen wir jetzt 68 Maschen auf. Ich zeige euch das mal eben, wie ich das mache. Wir nehmen die jetzt erstmal komplett auf und dann werden die hinterher auf den Nadeln verteilt und dann hat man auch schon direkt die Zunahmestellen. Also, ich habe hier meine Schlaufe, ich gehe hier mit der anderen Nadel durch. Ich lege den Faden hier drum, ziehe ihn hier raus und lege mit dem Faden dann auf die Nadel. So, und ab jetzt gehe ich immer zwischen der ersten und vorherigen Masche dazwischen, so, lege mir wieder den Faden darüber, ziehe ihn durch und lege ihn wieder ab. So, und das wiederhole ich jetzt permanent. Dazwischen Faden rausholen und ablegen. Dazwischen Faden rausholen und ablegen. Das gibt halt einen besonders schönen Rand, finde ich. Keine Löcher. Ja, fest ist der Rand und ja, es sieht halt einfach schön aus. Also ihr nehmt entweder die Maschen jetzt genauso auf oder so, wie ihr das gewohnt seid. Und zwar 68 Maschen, und dann teilen wir die gleich gemeinsam auf.
So, wenn wir jetzt unsere 68 Maschen hier haben, das war schon knapp auf dieser Nadel, dass sie hier drauf passen. Ansonsten kann man die auch erstmal auf einer Rundstricknadel aufnehmen. Also wenn das jetzt mehr gewesen wären, hätte ich das auf jeden Fall gemacht. Und zum Verteilen kann man das ja jetzt, wechselt man jetzt so oder so dann auf das Nadelspiel. Und zwar verteilen wir die jetzt weiter auf das Nadelspiel in Vorderteil, Rückenteil und die beiden Ärmchen. Wir fangen mal an mit dem Vorder- oder Rückenteil. Dafür hatte ich ausgerechnet 21 Maschen und pro Arm 13. So, wir fangen mal mit dem Rücken- oder Vorderteil an. Das heißt, wir holen uns jetzt hier auf eine Nadel 21 Maschen rüber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 und 21. So, das stellt das Rücken- oder Vorderteil dar. Dann haben wir gesagt, für den Ärmel 13. Wir nehmen uns eine weitere Nadel. Dann nehmen wir jetzt 13 Maschen ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Das wäre dann ein Ärmel. Und dann kommt wieder ein Vorder- oder ein Rückenteil. Das sind dann wieder 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 und 21. So, und dann haben wir auf der letzten Nadel ebenfalls 13 Maschen. Das ist dann das andere Ärmchen. Und ja, dann, also zählt die sicherheitshalber nochmal nach, dass es auch wirklich 13 sind, dass wir uns hier nicht vertan haben. Und dann starten wir jetzt hier die Runde zu schließen. Bevor wir die Arbeit jetzt schließen, legt ihr euch nochmal eben die Arbeit so hin, dass sich das auch nicht verdreht, dass hier die Kante hier unten ist. Sonst wäre das ärgerlich, wenn wir das hinterher schließen und dann nochmal alles neu machen müssen. So, ihr habt die Maschen jetzt nachgezählt, dass das richtig verteilt ist. 13 an jedem Arm, 21 vorne, 21 hinten. So, das heißt, wir schließen jetzt die Runde. So, das müssen wir jetzt gerade halten. So, wir gehen hier in diese letzte Nadel. Nehmen uns hier den Faden, an dieser Nadel hier ist der lange Faden und verschließen jetzt hier unsere Runde mit dem Nadelspiel. So, und stricken jetzt hier 2 Maschen rechts und 2 Maschen links. Das wird unser Bündchen. So, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit einem Nadelspiel gestrickt habt. Also ihr strickt jetzt einfach alles hier dran entlang. 2 Maschen links. So, die nächste ist rechts. Wir wechseln zur anderen Nadel. Da ist auch noch einmal die nächste rechts. Da ja 2 Maschen rechts und 2 Maschen links gestrickt werden. So, hier gehörte noch eine rechts und dann wieder 2 links und 2 rechts. So, das ist ein ganz normales Bündchenmuster. Ja, das macht ihr jetzt hier die ganze Runde entlang. Man sieht auch immer, wo Start und Ende ist. Da hängt dann hier unten der Faden. Das Schöne ist an dem Nadelspiel, wir mussten jetzt keine Markierer jetzt im Moment noch nicht nehmen, denn das sind diese Eckpunkte, wo dann auch immer zugenommen wird. Deswegen haben wir ja jetzt auch die Maschen schon genauso aufgeteilt, wie sie aufgeteilt sind halt hinterher. Also einmal in
Arme und einmal im Vorder- und Rückenteil. Deswegen haben wir am Anfang sofort diese Aufteilung gemacht. Hinterher, wenn wir mit einer Rundstricknadel weiter stricken, wenn wir jetzt eine breitere Stück hätten, dann müssten wir uns hier Maschenmarkierer oder müssen wir uns dann das markieren, damit wir wissen, an welchen Ecken wir genau zunähen müssen. Aber jetzt wissen wir das immer am Anfang und am Ende der Nadel. So, jetzt würde ich sagen, strickt ihr erstmal 3-4 Runden in diesem Bündchenmuster und dann starten wir gleich mit unseren Zunahmen. Ich mache mal eben den Rest der Runde mit euch zusammen, denn wundert euch nicht, diese letzten beiden Maschen sind immer sehr stramm. Die müsst ihr dann auf jeden Fall die beiden links stricken. Wir sind ja auch weiter im Musterverlauf, zwei rechts, zwei links. So, und dieses kleine Stückchen hier, das ziehen wir gleich einfach zusammen. Und wenn wir oben auch diesen Faden vernähen, das sieht man dann hinterher nicht mehr am Rand. Nicht, dass ihr denkt, da bleibt so eine Lücke, das sieht man hinterher gar nicht mehr. So, und dann geht es wieder weiter. Die nächste Runde, das ist jetzt die zweite. Ich wollte nur eben das Ende zeigen, dass ihr euch nicht wundert, dass das da ein bisschen stramm ist. Und jetzt geht es ganz normal weiter. Im Verlauf, jetzt sieht man das Muster ja auch schon besser bei den Maschen, die man hier strickt, was rechts und was links war. Jetzt müsst ihr nicht mehr ganz so fest aufpassen. Jetzt seht ihr schon hier anhand der Noppen oder ob das rechte Maschen sind, hier zwei rechts oder hier zwei links. Ups, jetzt habe ich mich auch noch vertan. Weil ich linke Maschen gesagt habe, habe ich linke Maschen gestrickt. So, zwei rechts waren jetzt dran. Dann wieder zwei links. Genau, und das macht ihr jetzt die ganze Runde entlang und noch eine weitere Runde auf jeden Fall. So, das Bündchen oben am Hals habe ich jetzt soweit fertig gestrickt. Ich sage euch mal, wie viel Reihen ich gemacht habe. Das waren jetzt doch ein paar mehr. Mit der ersten hier, wir zählen hier mal eins. Na, Moment. Das was auch richtig sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hier oben. 6 Runden habe ich jetzt gestrickt. Ihr könnt natürlich auch weniger oder mehr, so breit, wie ihr das Bündchen haben möchtet. Wenn das Bündchen dann fertig ist, dann müssen wir wieder die Nadel wechseln. Dann nehmen wir wieder die Vierer, mit der wir dann im Grunde genommen den ganzen Pullover stricken. So, und jetzt geht es dann auch schon mit den Zunahmen los hier in den Raglan-Ecken. Also wie gesagt, hier wo der Faden hängt, ist immer Start und Ende einer Runde. So, wir starten hier und starten jetzt auch, also ich nehme jetzt schon, ich stricke jetzt Nadel für Nadel mit der Vierer ab. So, und zwar machen wir jetzt Folgendes. An jeder Ecke, das heißt an dieser, immer am ersten, die erste und die letzte Masche, da wird eine Masche gedoppelt und dadurch entstehen die Zunahmen. Und da wir das jetzt schon schön verteilen konnten, für den Arm, für vorne und für hinten, brauchten wir jetzt im Moment keine Markierer, weil wir wissen immer, es ist die erste und die letzte Masche auf einer Nadel. Wir starten einfach mal. Es ist wirklich ganz einfach. So, wir starten hier sofort. Das ist immer die erste Nadel, Nadel Nummer 1, bei der wir starten mit den Zunahmen. Und zwar, wir stricken ja jetzt gleich im Muster 1 rechts, 1 links, in dem Perlenmuster. So, wir machen jetzt erstmal unsere Zunahme. Also wir gehen hier, als ob wir rechts abstricken, in die Masche rein. Wir ziehen den Faden aber nicht ab, sondern gehen hinten in die Masche nochmal rein, von hinten, und stricken da auch eine Masche ab. Das heißt, wir haben aus einer Masche zwei Stück rausgestrickt. So, das ist unsere erste Zunahme. Jetzt gehen wir so vor. Die erste wäre rechts, links. Jetzt stricken wir wieder rechts, dann links, dann 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 rechts. Und die letzte Masche, da machen wir wieder, wie gesagt, immer die erste und die letzte auf der Nadel. Die stricken wir jetzt nicht links ab, denn hier machen wir wieder unsere Zunahme. Und die machen wir immer gleich. Wir gehen hier rein,
wie zum Rechtsstricken, auch wenn die vorherige rechts war. Das spielt jetzt keine Rolle, denn hier entsteht erstmal die Zunahme. Das hat jetzt Vorrang. So, wir holen uns auch hier wieder den Faden heraus. Wir gehen nochmal hinten in die Masche rein und machen genau dasselbe. Ziehen den Faden durch und haben jetzt zwei Maschen dadurch. So, dasselbe machen wir mit der nächsten Nadel. Wie gesagt, nicht vergessen, Anfang und Ende immer. Auch hier. Also wir rechts stricken, dann von hinten in die Masche reingehen, als ob man verschränkt rechts jetzt strickt und nochmal den Faden holen und dann erst die alte Masche abstreifen. So, damit wir eine Orientierung haben, rechts, links, dann wieder rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links und in der folgenden Runde stricken wir das ja dann versetzt, damit dieses Perlenmuster entsteht. Hier war links, dann wieder rechts, links, rechts, links. Wir machen jetzt erstmal die erste Runde komplett zusammen. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Achso, und das ist die letzte, nicht links, sondern hier machen wir wieder unsere Zunahme, nicht vergessen, die letzte Masche. Wir gehen wieder zum Rechtsstricken rein, wir ziehen unseren Faden raus, gehen hinten in die Masche rein, als ob wir verschränkt stricken, ziehen auch den Faden raus und dann maschen wir erst ab. So. Und auch bei der nächsten Nadel genau dasselbe. Zum Rechtsstricken reingehen, Faden rausholen, hintenrum wieder rein, Faden rausholen und die Masche abstreifen. So, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts und die letzte Masche wird wieder gedoppelt hier. Keine Angst, das Muster geht uns nicht verloren, dass auch wenn wir jetzt die letzte Masche werden diese rechts, jetzt wird hier wieder rechts reingestrickt, aber die wird ja gedoppelt und in der Runde danach wird hier alles versetzt gestrickt. Also es geht uns hier nichts verloren am Muster, sage ich mal. So, hier auch wieder zum Rechtsstricken rausholen, hinten in die Masche rein, wieder den Faden durch und die Masche abstreifen. So, wir haben dran gedacht, die erste und die letzte und wieder und dann sind wir gleich auch schon hier am Start wieder. Dann ist hier das letzte Mal. Wir machen das noch gemeinsam. Auch hier zum Rechtsstricken rein, Faden raus, Faden hintenrum raus. Die ist ein bisschen stramm hier bei mir. Das war rechts, links. Ups, dann käme jetzt wieder rechts, links, rechts, links, rechts, links. Ich hoffe, ich habe jetzt durch Sprechen nirgends so einen Fehler gemacht. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, immer im Wechsel, rechts und links und rechts. Und jetzt machen wir hier die letzte Zunahme, denn dann sind wir wieder, hier ist ja der Faden, dann sind wir wieder bei der ersten Nadel. Also hier auch nochmal eine Zunahme, das heißt hier rein, Faden raus, hintenrum rein, Faden raus und abstreifen. So, und jetzt sind wir wieder bei der ersten Nadel, wo wir überhaupt gestartet haben mit den Zunahmen.
Das heißt, und jetzt stricken wir eine Runde ohne Zunahmen. Also es geht immer eine Runde Zunahmen, eine Runde ohne Zunahmen. Wenn man in Reihen strickt, auf einer Langnadel oder auf einer Rundstricknadel zum Beispiel, ja, kann man sich das ein bisschen besser merken, weil man dann die Hinreihe oder auf der rechten Seite die Zunahmen macht und auf der linken Seite gar nichts. Und da wir hier aber in Runden arbeiten, müsst ihr euch halt merken, wenn ihr jetzt zugenommen habt und ihr seid hier wieder angekommen, dann folgt jetzt die Runde ohne Zunahme. Entweder steckt ihr euch hier einen Markierer rein oder ihr seht das hier an den Noppen und seht hier hinten, dass ihr hier, hier eine Masche dazu gewonnen habt. Ja, hier ist ja auch eine Masche dazwischen gekommen. Also das müsst ihr wissen. Oder ihr packt euch hier ein Stückchen Wolle rein, dass ihr wisst, in dieser Reihe habe ich zugenommen. Also das müsst ihr euch merken. Eine Runde zunehmen und die andere nicht. Das heißt, jetzt stricken wir die nächste Reihe ohne Zunahme. So, und jetzt müssen wir uns einfach nur an diesem Muster orientieren. Da, wo links ist, stricken wir rechts. Da, wo rechts ist, stricken wir links. Und dann auch genauso im Wechsel. Das heißt, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und wie ihr seht, es geht uns hier nichts dadurch verloren. Denn das Muster stellt sich dann schon dar. Also wir starten hier mit links, rechts, ohne Zunahmen, nicht vergessen, ne? Links, rechts, links, rechts. Jetzt dasselbe, nur versetzt, damit unser Muster daraus entsteht. Ja, das macht ihr jetzt die ganze Runde entlang oder vielleicht gucken wir mal eben bis zum Ende und starten noch die nächste Nadel. Links und hier natürlich jetzt wirklich auch links, rechts auch am Ende. Da werden natürlich jetzt nicht zwei rechts gestrickt, sondern das Muster wird weiter gestrickt. Ne, das hatten wir hier nur noch mal rechts reingestochen wegen der Zunahme. So, aber jetzt wird das Muster so abgestrickt. Links, rechts, links. Da müssen wir im Musterverlauf bleiben. So, und hier wieder genau dasselbe. Also es ist jetzt auf jeder Nadel genau dasselbe. Ne, wir sehen es hier, wie es startet. Hier war rechts, also kommt hier links, dann kommt rechts, dann links. Also genau versetzt. Und hier hinten dann auch, nicht vergessen, genauso fortführen. Hier war rechts, also hier links, rechts, links, auf links enden. So, und das macht ihr jetzt Nadel für Nadel. Und ich würde sagen, wir machen da noch einmal die Zunahmen zusammen. Ihr macht das jetzt die ganze Runde hier ohne Zunahmen, das Perlenmuster, also links, rechts, links, rechts. Und wir treffen uns dann hier bei diesem Startfaden bei der ersten Nadel. Bevor wir die wieder starten, machen wir noch mal einmal eine Zunahme wieder zusammen. So, die Runde ohne Zunahmen habe ich jetzt hinter mir. Ich musste gerade mal mein Nadelspiel noch mal wechseln, weil ich habe eben ganz vergessen, vor lauter Reden die Vierernadeln weiter zu benutzen. Ich hatte nur die erste genommen, aber es ist nicht schlimm. Falls es euch jetzt auch passiert ist, dann halt jetzt in der zweiten Runde. Das ist überhaupt nicht schlimm. Mir ist es nur gerade aufgefallen. Huch, da habe ich noch mein Vierernadelspiel liegen. Das sollte ich ja eigentlich jetzt einsetzen. Jetzt habe ich alles hier drauf gepackt. Das macht gar nichts. So. Das heißt, eine Runde haben wir jetzt ohne Zunahmen gemacht. Jetzt kämen wieder die Zunahmen dran. Wir machen hier nochmal den Anfang und vielleicht die zweite Nadel zusammen. Und dann geht das immer so weiter. So, das heißt, hier ist wieder der Start. Das hier ist Nadel Nummer 1. Und bei Nadel Nummer 1 starten wir mit den Zunahmen. Das heißt, wieder genau dasselbe Spiel. Nadel hier rein, wie zum Rechtstricken. Das Muster spielt jetzt erstmal gerade keine Rolle. Es zeichnet sich ja gleich bei den nächsten schon ab. So. Rechts, wie zum Rechtstricken, wieder hinten rein in die Masche und auch hier den Faden rausholen. So, und jetzt erst die Masche abstreifen. So, und dann orientieren wir uns jetzt einfach an der Vormasche. Die war rechts, das heißt, jetzt müssen wir sie links stricken. Links, rechts und dann geht es im Verlauf weiter. Also hier kann dann jetzt nichts mehr passieren. Nachdem wir die Zunahme gemacht haben, stricken wir einfach im Verlauf weiter, also gegensätzlich der Vormasche. Ihr dürft halt nur nicht vergessen, die erste und die letzte Masche, die wird dann gedoppelt. So, ich bin hier gleich am Ende. Wir machen das Ende und die nächste Nadel starten wir nochmal. Hier enden wir jetzt mit links, eben war es mit rechts, aber es ist auch egal, wie gesagt, denn die letzte Masche wird so oder so immer von rechts eingestochen. Faden raus,
hinten durch, Faden holen, Faden raus und Masche abstreifen. Und schon haben wir wieder an den Ecken zugenommen. So, und die nächste Nadel ist dran. Genau dasselbe, Nadel hier rein, Faden raus, Nadel hinten rum rein, Faden holen und Masche abstreifen. Und dann gucken wir einfach, hier war rechts, das heißt, wir sind jetzt im Verlauf mit links dran. Links stimmt und dann rechts und dann wieder links und so weiter. Also, das, was wir jetzt hier machen, das heißt, in einer Runde zunehmen und immer hier im Musterverlauf bleiben und in der nächsten Runde einfach drüber stricken, ohne Zunahmen und im Musterverlauf bleiben. Das macht ihr jetzt so lange, bis ihr hier eure Raglanschräge, ich sage mal bei dieser Größe, macht mal ungefähr bis 12 cm auf jeden Fall, dass ihr hier dann, das sieht man dann, wo die Raglanschräge entlang geht, bis ihr erstmal so ein ganzes Stückchen gestrickt habt. Und dann blende ich mich gleich wieder ein. Dann sage ich euch, wie viel Zentimeter ich haargenau gestrickt habe und wie es dann weitergeht. Dann viel Spaß jetzt erstmal beim Rundendrehen und bis gleich. Ich blende mich doch noch mal eben ein, weil ich will euch mal eben zwei Tipps geben oder zwei Sachen noch sagen. Zum einen, manchmal kann man sich ja nicht erinnern, hoch war ich jetzt in der Runde, wo ich gerade die Zunahmen gemacht habe oder war ich in der anderen Runde. Ganz wichtig ist, ihr könnt auch immer mal zwischendurch die Maschen zählen. Diese schmalen Stücke hier, das sind ja die Ärmel und die breitere Seite ist das Vorder- und das Rückenteil. Die beiden Ärmel müssen immer dieselben Maschenzahlen haben. Wenn das nicht so ist, dann habt ihr euch irgendwo vertan. Und das Vorder- und das Rückenteil muss auch immer gleich sein, denn wir haben ja auch so gestartet und wenn wir darauf geachtet haben, dass wir immer an den Ecken zunehmen, bleibt es auch immer gleich. Also das nur mal als Tipp, zählt vielleicht mal zwischendurch nach, wenn ihr die Runde vorbei zu Ende habt, dann, damit das auch gerade bei den Ärmelchen, damit das auch wirklich gleich wächst und nicht hinterher schief ist. Also das muss immer gleich sein und das muss immer gleich sein. So, und ich habe jetzt nicht ganz so lange Nadeln, falls es euch auch so geht. Ich werde jetzt auf eine Rundstricknadel wechseln und da zeige ich euch mal eben, wie ich das jetzt mache mit Markierern. Ich nehme mir noch mal eben eine andere Farbe mit dabei. Also hier ist der Start, also ich starte jetzt hier mit dem, ich nehme jetzt erstmal, also die nächste Runde wäre, ist jetzt die Runde, dass ich keine Zunahmen mache und okay, ich brauche es nicht abheben, ich kann sie ja auch abstricken, dann zeige ich euch mal eben, also hier käme, der fällt mir nun gleich wahrscheinlich raus, hier nehme ich jetzt einen Markierer in Pink, das ist, der ist andersfarbig als die anderen, damit ich weiß, hier startet immer die Runde. Da muss ich nicht immer gucken, wo der Faden gerade ist. Jetzt muss ich nur aufpassen, wie gesagt, dass er mir gleich nicht rausfällt. Also hier habe ich jetzt natürlich auch eine Vierernadel, ne? Und ich stricke mir jetzt die Arbeit einfach hier ab. Ich gucke mal eben, wie der Verlauf ist. Links, rechts, Moment. Hier muss dann rechts, da links, da rechts. Okay, muss man immer gucken. Jetzt, das war ja die Zunahme-Runde und dann müssen wir mal eben gucken, wie die Maschen hier sich darstellen. Da war rechts, also links, rechts, links, rechts. So, dann starten wir hier mit rechts, links, denn die ersten beiden Maschen sagen erstmal noch nicht so viel aus, denn das waren ja die Zunahmen. Ab hier, das sind die Maschen, die dann im Verlauf sind, im Musterverlauf. So. Ich zeige euch mal eben, wenn die erste Nadel runter ist, dann kommt nämlich der nächste Markierer dran, damit ich immer weiß, vor und nach dem Markierer, da ich ja dann nicht mehr das Nadelspiel habe, wann ich zunehmen muss. Also vielleicht geht euch das ja auch so, dass die Nadeln zu kurz sind oder vielleicht ist euch das auch zu umständlich. Dann wechselt ihr genau wie ich jetzt auf eine Rundstricknadel. So, und hier ist jetzt diese Nadel weg. Das heißt, ich mache mir hier einen Markierer, denn ich weiß dann, vor dem Markierer muss ich zunehmen und gleich nach dem Markierer muss ich zunehmen. Denn da wäre dann der Nadelwechsel gewesen. So, jetzt gucke ich wieder, dass ich hier in meinem Verlauf bleibe. Hier war rechts, also links, rechts, links, rechts. Und starten wir wieder mit rechts. Ja, und das mache ich jetzt im Grunde genommen mit allen Nadeln so.
achtet schön drauf, dass ihr hier im Musterverlauf bleibt. Ich mache eben nur noch die nächste Nadel, zeige ich euch, und dann könnt ihr den Rest auch so nachmachen, wenn ihr das auch wechseln möchtet. Wie gesagt, aber vielleicht habt ihr auch ganz lange Nadeln und könnt noch einige Runden drehen. Aber irgendwann wird es wahrscheinlich zu knapp. Dann müsstet ihr wahrscheinlich sowieso wechseln. Dann wisst ihr schon mal, wie ihr das macht. So, ich bin gleich hier am Ende. Am Ende braucht man nicht gucken, da geht man einfach mit dem Musterverlauf weiter. Rechts, links, rechts, links und rechts. Es ist wieder eine Nadel weg, das heißt dann zwischen den beiden Nadeln kommt wieder ein Markierer. Oder ihr habt, wenn ihr keine Markierer habt, dann nehmt ihr einfach ein Stück Wolle, das mache ich auch schon mal, zusammen verknoten und dann einfach hier durchstecken, irgendwas, damit ihr, Hauptsache ihr wisst die Stelle, wo ihr dann davor und danach zunehmen müsst. So, und das macht ihr jetzt mit allen Nadeln. Ne? In diesem, hier zwischen kommt dann wieder der Markierer. Und den habe ich mir in Pink gemacht, weil dann weiß ich genau, hier ist meine Runde vorbei. Ich mache mal eben schnell die anderen Nadeln und dann starten wir vielleicht nochmal mit der Rundstricknadel eben die Runde. Dann zeige ich euch, wie ich das Band dann immer da rausziehe. Das ist eigentlich immer ganz praktisch. So, meine Maschen sind jetzt hier alle auf der Rundstricknadel. Ich komme natürlich jetzt hier so schlecht dran. Also entweder ich stricke jetzt hier schon mal ab. Was ich immer mache ist, ich ziehe mir dann hier hinten den Faden durch. So, zählt auch genau als Tipp nochmal, zählt nochmal genau nach, dass wirklich, also hier kommt jetzt gleich der pinkfarbene Markierer hin, damit wir immer wissen, dass hier Start und Ende ist, denn wir haben ja jetzt nicht mehr die vier Nadeln, sonst geht das hier verloren, die Stelle. Und zählt gleich nochmal nach, dass sich die gegenüberliegenden Seiten, dass die Maschen auf jeden Fall gleich sind. So, um hier überhaupt abstricken zu können, ziehe ich mir jetzt hier hinten Faden raus. So, von der Rundstricknadel. Und dann kann ich hier problemlos weiter stricken. Das ist dann jetzt angenehmer als auf den Nadeln, weil, wie gesagt, das wäre mir zu eng gewesen. Ganz wichtig jetzt nicht diesen Maschenmarkierer. Aber wenn der jetzt hier einmal sitzt, an den Stellen halte ich dann auch nicht mehr, damit der auch da drin bleibt, so wie die anderen, damit er mir nicht rausfallen kann. Ja, hier die Maschen immer wieder mal nachziehen. Es ist am Anfang erstmal noch so ein bisschen enger und dann hinterher geht das aber. So, wir hatten eben die Runde ohne Zunahmen und jetzt auf der Rundstricknadel geht das genauso. Nach dem Markierer, ne, weil der eine andere Farbe hat, auch wenn ihr jetzt Wolle habt, dann nehmt euch hier vielleicht eine andersfarbige Wolle. Man sieht es zwar auch an dem Faden, dass hier der Start ist, aber vielleicht visuell nochmal irgendwie markieren. So, jetzt kommt wieder die Zunahme, auch mit dem Markierer hier drauf. Wird das genauso gemacht. Das heißt, wie zum Rechtsstricken raus, hinten rein, Faden wieder rausholen und abstreifen. Und dann in unserem Musterverlauf weiter stricken. Rechts, links, rechts, links, rechts und links. So, und das macht ihr an allen Maschenmarkierern. Das heißt, es wird vor dem Markierer zugenommen und nach dem Markierer. Denn das wäre eine Nadel gewesen und hinten wäre ja die nächste Nadel gekommen. Bei allen Markierern vor dem Markierer die Zunahme, nach dem Markierer die Masche die Zunahme. Ne? Bei allen. Und bei dem pinkfarbenen ist dann hier die letzte Zunahme. Wir haben es ja extra mit der anderen Farbe, denn hier fängt dann die neue Runde an und dann in der nächsten Runde wieder die Runde ohne Zunahme. Also nicht vergessen, eine Runde mit Zunahme, die andere Runde ohne Zunahme. So, ihr seht das aber auch hier, also ich sehe das hier, dass hier zwischen dann noch eine Masche gekommen ist. Hier sind quasi jetzt wie zwei Rechte übereinander. Hier war die Zunahme. Okay, so, und jetzt könnt ihr genauso weiter stricken, bis ihr dann eure Raglan-Schräge erreicht habt. Nicht vergessen, eine Runde mit Zunahme und eine ohne. Und dann bei so ungefähr 12 cm treffen wir uns wieder. So, wir haben jetzt hier einige Runden gestrickt. Also ich bin jetzt so weit, dass ich die
Höhe meiner Raglandschräge erreicht habe. Und zwar, wir messen hier ab dem Kragen, da wo der Kragen aufhört, genau bei dem Kragen, bis ganz zum Ende. Hier habe ich 12 cm fast, das reicht jetzt auch. Und ich habe jetzt geendet mit der Runde, also das ist hier genau, ich bin genau da, wo wir starten und enden immer. Das ist ja mein andersfarbiger Markierer. Ich habe jetzt diese Runde beendet ohne Zunahmen. Also wenn ihr das jetzt gleich mal abmesst und ihr habt ungefähr schon 12 cm oder kurz davor, dann macht ihr auf jeden Fall, die letzte Runde ist dann die ohne Zunahmen. Und dann machen wir Folgendes. Ihr könnt ja zur Sicherheit noch mal eben kurz durchzählen, welches die lange Seite ist und welches die kurze Seite ist. Also die Seite, die weniger Maschen hat, ist die für die Ärmelchen. Das ist jetzt in dem Fall die Seite, die jetzt direkt kommen würde. Dann würde ich sagen, ist das jetzt, wenn wir das mal so betrachten, hier das Rückenteil. Dann kommt das Ärmchen jetzt gleich. Das sparen wir gleich auch direkt aus. Ich kann jetzt nur nicht ziehen, sonst fallen mir, da fängt schon an, dann fallen mir die Maschen von der Nadel. So, man kann das jetzt nicht mehr so weit auseinanderziehen. Also dann käme hier das Ärmelchen, was wir gleich aussparen. Dann kommt wieder das Vorderteil und dann kommt wieder ein Ärmchen. Ihr könnt ja nochmal sicherheitshalber zählen. Also beide Ärmel sollten auf jeden Fall gleich viele Maschen haben. So, wie gesagt, die langen Seiten oder die etwas längeren sind Vorder- und Rückteil. So, und wir stricken jetzt nur noch am Körper weiter. Das heißt, dafür sparen wir die Arme aus. Ich weiß, hier war mein Markierer, den tue ich jetzt weg. Wir stricken jetzt gleich nur noch rechts, glatt rechts weiter in der nächsten Runde. Aber wir sparen jetzt erstmal die Ärmel aus. Dafür nehmt ihr euch einfach einen etwas dickeren Faden oder legt den auch doppelt, so wie ich. Ich habe hier so ein Bändchengarn, das nehme ich immer gerne dafür. Das eignet sich ganz gut. Dann so eine Wollnadel und wir legen jetzt die Maschen des Ärmels still, damit wir die erstmal zur Seite legen und nur am Körper weiter stricken. Also ihr führt hier die Maschen, wir können ja mal eben zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, immer schön hier drauf ziehen, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Maschen habe ich hier an meinem Ärmel. Das müsst ihr nicht auch haben. Vielleicht habt ihr auch eine Runde weniger oder mehr gestrickt. Wie gesagt, wichtig ist nur, dass der andere Ärmel dann genauso viel hat. Also wenn ich jetzt hier 45 habe, muss ich gleich auf dem anderen Ärmel auch 45 haben. So, ich bin jetzt bei dem anderen Markierer angekommen. Also höre ich jetzt auf, die Maschen hier drauf zu ziehen. Der kann dann jetzt auch hier weg. Ich ziehe dann jetzt meine Nadel hier raus. Einen Augenblick. So, ich musste mir gerade noch mal eben den Faden hier durchschneiden, weil ich den ja doppelt gelegt hatte. Und dann verknoten wir hier die Fäden einfach. So, das heißt, es geht dann hier weiter. Und zwar, hier war ja Anfang und Ende, hier wo der Faden ist, unsere Arbeit. So, es gibt ja auch mehrere Möglichkeiten, wie wir das jetzt hier verbinden. Entweder wir stricken jetzt direkt weiter, also wie gesagt, jetzt nur noch rechts glatt machen wir, stricken wir weiter. Also entweder wir verbinden das direkt oder wir nehmen noch zusätzlich Maschen hier unten drunter auf, um hier so ein bisschen Freiraum noch zu gewähren unterm Arm. Das kann man auch ganz gut machen. Ja, ich mache das auch selber mal so und mal so. Nichts ist falsch, nichts ist richtig, sage ich immer. Ja, man kann da alles machen. Heute verbinden wir das mal direkt. Ich glaube, hier haben wir jetzt genug Platz unterm Arm. Da müssen wir jetzt keine Maschen mehr aufnehmen, aber kann man auch machen, wie gesagt. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. So, wir starten dann jetzt. Wir verbinden im Grunde genommen jetzt das Rückenteil mit dem Vorderteil. Die Arme haben wir ausgespart und wie gesagt, es geht jetzt einfach nur mit rechten Maschen hier weiter. Wir verbinden das, indem wir einfach hier rechts weiter stricken. Einfach nur rechte Maschen.
So, diese Maschen, diese Reihe müssten jetzt auch mehr sein als das Ärmchen. Und das macht ihr jetzt, ihr strickt jetzt eure rechten Maschen einfach weiter bis zum nächsten Markierer und da sparen wir dann den Ärmel auch wieder aus. Da sehen wir uns gleich an dem nächsten Markierer wieder. So, ich bin jetzt hier bei dem nächsten Markierer angekommen. Alle Maschen rechts abgestrickt, den Markierer kann ich jetzt rausnehmen. Ich nehme mir wieder hier meinen doppelgelegten Faden. Es gibt auch extra solche Nadeln dafür, um das stillzulegen. Ja, ich mache das immer ganz gerne mit dem Faden, das reicht eigentlich. So, und wichtig ist, zählt jetzt auch nochmal nach. So, ich nehme den wieder doppelt lieber, ein bisschen dicker da drum legen, wie bei dem anderen. Wir zählen jetzt, das muss jetzt dieselbe Anzahl sein wie vorhin. Na, also ihr zieht die Maschen genauso wieder einfach auf die Nadel mit dem Faden. Masche für Masche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ein bisschen ziehen. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, jawohl, und das stimmt, eben hatte ich auch 45. Wie gesagt, orientiert euch nicht an meine Zahl, Hauptsache ihr habt dieselbe Maschenzahl auf dem einen wie auf dem anderen Arm. So, die Markierer benötigen wir jetzt im Grunde genommen nicht mehr. So, ich schneide hier wieder, denn ich habe das ja hier doppelt, ich kann sonst hier meine Nadel gar nicht rausnehmen. Ich schneide mal eben hier meinen Faden durch. So, sichere mir das wieder ab. Der Faden ist ein bisschen kurz bei mir, sehe ich gerade. Nehmt ihr besser einen etwas längeren. Aber Hauptsache, die Maschen verlieren sich hier nicht. Die müssen hier einfach gesichert werden. So, und unser Ärmchen muss dann warten, bis wir den Körper fertig gestrickt haben. Das heißt, auch dieser Arm hier ist gesichert. Und auch an dieser Stelle stricken wir jetzt einfach weiter. Und dadurch verbinden wir das Rückenteil mit dem Vorderteil. Es ist eigentlich, wenn man das dann einmal so sieht, ganz einfach. So, macht das hier schön stramm beim Übergang. So, einfach rechts glatt, rechts weiter stricken. So, und ja, Rundenende ist dann wieder, ja, hier mache ich mir doch gleich nochmal einen Markierer rein. Das ist dann, jetzt sehen wir das ja nochmal hier, wo wir das erste Mal hier unser Ärmchen stillgelegt haben. Jetzt ist ja noch die große Lücke dazwischen. Da lege ich dann einen Markierer wieder rein. Dann weiß man einfach nur wieder, wo die Runde anfängt und aufhört. Ne, hier ist ja der Faden. Hier haben wir den Ärmel stillgelegt und hier war Rundenanfang und Ende. So, ja, und ihr strickt jetzt bis zu dem Markierer, bis zum Rundenanfang und Ende, einfach rechts weiter und da sehen wir uns dann gleich. So, ich bin hier fast wieder dann am Rundenanfang. Zwei Maschen fehlen noch. Wir haben jetzt alles rechts gestrickt, die ganze Runde lang. Und jetzt stricken wir eine Runde links, denn wir wollen ja diese Kante hier unten nach dem Perlenmuster einbauen. So. Also wenn ihr merkt, das wird euch, bei mir wird es auch schon ein bisschen stramm, aber es geht noch so gerade. Wenn das hier zu stramm wird, dann zieht euch wieder zwischendurch hier den Faden von der Rundstricknadel, damit es einfacher zum Arbeiten ist. Das könnt ihr natürlich auch machen. Ich muss gleich mal gucken, ob ich das dann weiter so mache. So, hier zieht sich jetzt natürlich bei dem Übergang der Faden. Das ist aber nicht schlimm. Wir vernähen ja hinter unterm Arm auch noch so ein kleines Loch, was dann da überbleibt.
So, jetzt starten wir auf jeden Fall hinter dem Markierer und stricken eine Reihe komplett links. Schön stramm alles anziehen hier bei dem Übergang und nur noch links. Nur linke Maschen, damit wir hier die Kante erstellen. Jetzt haben wir ja keine Markierer mehr dazwischen. Zunahmen werden jetzt gar nicht mehr gearbeitet. Wir stricken jetzt nur noch am Körper weiter. Und die Arme müssen warten. So, man sieht schon, da kommt jetzt schon hier das Linksmuster. Und das machen wir wieder bis zum Ende der Runde und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe die Runde jetzt hier, hier ist mein Markierer, ich muss aufpassen, dass ich den nicht verliere. Die ganze Runde jetzt mit linken Maschen gestrickt und wir gucken uns das jetzt auch mal hier einmal an. So, jetzt kann man das auch schon ein bisschen besser erkennen, hier unsere Arbeit. Ich muss gleich meinen Markierer noch retten. So, hier sind die stillgelegten Ärmelchen, die sind jetzt natürlich ein bisschen zugezogen. Hier oben ist unser Bündchen am Kragen und ja, wir stricken jetzt wie gesagt nur noch am Körper weiter. So, und wir haben jetzt eine Reihe rechts und eine Reihe links gestrickt, damit hier diese Kante entsteht. Und das machen wir jetzt noch einmal. Wir stricken jetzt nochmal eine Reihe rechts und dann eine Reihe links. Wechsel ist immer da, wo der Markierer ist, wo der runden Start und Ende ist. Also ich habe jetzt nur hier angehalten, weil ich euch das eben erzählen wollte. Ansonsten ziehe ich mir lieber den Faden an einer anderen Stelle raus, damit genau das nicht passiert, dass mir der Markierer hier wegfällt. Das war jetzt nur eben, um zu zeigen. Also nochmal, ihr strickt jetzt nochmal eine ganze Runde rechts und dann wieder eine ganze Runde links. Und ab dann strickt ihr einfach nur noch glatt rechts das Pullöverchen so weit runter, wie es lang werden soll. Aber beachtet dabei, dass noch ein bisschen Bündchen dazu kommen. Wir machen unten dann dasselbe Bündchen wie hier oben. Zwei rechts, zwei links. Und ja, ich denke, das kann jetzt jeder für sich machen. Wie gesagt, nicht vergessen, eine ganze Runde bis zum Markierer rechts, eine ganze Runde links und dann nur noch glatt rechts weiter. Und dann sehen wir uns nach einigen Runden. Viel Spaß beim Rundenstricken und bis gleich. So, ich habe jetzt hier meine Länge erreicht. Ich zeige euch das mal und bin wieder hier an der Stelle angekommen, wo hier mein Markierer war. Den nehme ich mal raus, weil der fällt sowieso gleich raus. Und ich sage euch mal eben, wie lang ich jetzt hier den Pulli gestrickt habe. Also ihr macht natürlich die Länge, die ihr möchtet, aber denkt dran, dass unten noch das Bündchen da dran kommt. So, mal eben messen. Also ich habe jetzt hier vom Hals bis hier unten hin ungefähr, na, mal eben gerade legen, ja, 23 cm ungefähr habe ich jetzt hier gestrickt. Und jetzt würde ich mit dem Bündchen gerne anfangen. Das Bündchen soll wie hier oben so sein, zwei rechts, zwei links. Dafür brauchen wir eine Teilbarkeit durch 4. 2 und 2, also durch 4. Das heißt, ihr müsstet mal eben die Maschen durchzählen, falls ihr jetzt auch eine andere Größe habt, die ihr hier auf der Nadel habt. Also ich habe hier eine Maschenzahl von 106. Die ist nicht durch 4 teilbar. Das ist vielleicht auch ganz gut. Dann zeige ich euch, was man dann macht. Dann nimmt man einfach mal, also wir brauchen dann, die nächste Zahl wäre 104, die ist durch 4 teilbar. Ihr gebt das einfach in Taschenrechner ein und dann, ja. Auf jeden Fall nehme ich dann dafür, damit ich 104 habe, zwei Maschen einfach ab. Ich werde gleich mal zwischendurch hier eine Abnahme machen, das schön verteilen auf jeden Fall. Und dann vielleicht hier so an diesem Ende, dass das verteilt ist. Einmal hier und einmal da hinten. Ja, ich starte mal. Ach genau, und wichtig ist auch, wir wechseln jetzt wieder zu der kleineren Nadel. Denn hier oben, auch bei dem Bündchen, damit sich das so ein bisschen mehr zusammenzieht, hatten wir ja auch mit einer Nadel in der Stärke 3,5 gestartet und sind dann bei dem Rest auf eine 4er Nadel gegangen. Und das machen wir jetzt hier unten wieder. Wir gehen jetzt wieder auf eine Nadel in der Stärke 3,5 oder ihr könnt auch eine ganze Nummer kleiner nehmen, so wie ihr das möchtet. Also ich habe jetzt hier von 4 auf 3,5. Ja, und ich werde auch weiter mit einer Rundstricknadel stricken, denn das passt jetzt bei dieser Breite hier ganz gut. Das heißt, ich nehme mir jetzt einfach hier die Arbeit und stricke die einfach mit der neuen Nadel ab. Wie gesagt, hier war der Markierer. Den könnte ich mir jetzt wieder dran machen. Der fällt mir wahrscheinlich hinten raus. Dann darf ich das gleich am Ende der Runde nicht vergessen, denn das ist ja immer Start und Ende. So,
Und jetzt starte ich schon mal eben zwei Maschen rechts, aber das kennt ihr ja. Schön anziehen, damit hier keine Lücke entsteht mit der neuen Nadel. Zwei Maschen links. Also wir stricken es jetzt einfach nur auf die neue Nadel ab. So, zwei Maschen rechts wieder. Und was ich jetzt mache, ich mache hier schon mal eine Abnahme. Dann habe ich schon mal eine Masche weniger. Ich stricke einfach hier, das sieht man hinterher nicht mehr, zwei Maschen zusammen. Also ist das eine Masche rechts, noch eine Masche rechts und dadurch habe ich eine Masche schon mal abgenommen, verloren quasi. Jetzt muss ich dann hinterher, mache ich hier ungefähr, dass das einfach verteilt ist, mache ich dasselbe nochmal, damit ich auf meine Maschenzahl komme, die geteilt durch 4 funktioniert. So, ich hatte zwei Maschen rechts, zwei Maschen links. Aber wie gesagt, das Bündchenmuster kennt ihr. Ihr macht das jetzt immer weiter und wenn ihr auf die Teilbarkeit durch 4 geachtet habt, dann seid ihr am Ende, kommt ihr auch genauso hin, dass hier dann wieder die rechten Maschen starten. Wir können uns ja am Ende der Runde, sehen wir uns am besten nochmal eben. Und genau, jetzt strickt ihr so weiter, zwei rechts, zwei links und ihr müsst auf die Maschenzahl kommen. Wie gesagt, dann nehmt ihr zwischendurch hier und irgendwo nochmal ab, wenn ihr jetzt dieselbe Zahl habt, dass ihr die Teilbarkeit durch 4 habt. Gut, und dann sehen wir uns gleich hier am Start wieder. So, ich bin jetzt hier am Ende. Ich habe mir mal extra noch die letzten zwei Maschen hier auf der alten Nadel hier drauf gelassen. Zwei links, zwei rechts. Jetzt wären wieder zwei links dran. Also es kommt genau hin, wenn ihr auf die Teilbarkeit geachtet habt, hier im Verlauf. Ja, das heißt, die alte Nadel kommt weg. Wir stricken jetzt komplett mit der neuen Nadel weiter. Und ihr macht jetzt einfach so lange weiter. Ach so, nicht vergessen, der Maschenmarkierer, genau, weil hier war ja wieder Rundenanfang und Ende, dass er wieder dazu kommt. Und dann einfach im Verlauf hier zwei rechts, zwei links. Unser Bündchenmuster einfach weiter und zwar jetzt so lang dann, bis ihr die Höhe eures Bündchens erreicht habt. Und dann sehen wir uns gleich zum Ende und verschließen dann unten das Bündchen gemeinsam. Ich habe das Bündchen jetzt hier unten soweit fertig gestrickt. Ich sage euch mal eben, wie viel Reihen ich gemacht habe. Ihr macht das natürlich so breit, wie ihr das haben möchtet. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Reihen. Ich zähle nochmal eben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau, 9 Reihen habe ich jetzt hier gestrickt. Und dann würde ich das jetzt hier unten schließen. Also der Pulli, die hintere Seite, würde ich jetzt mal benennen als da, wo hier der Faden, wo immer Start und Ende war. Und das ist dann die vordere Seite. Wobei, wie gesagt, vorne und hinten ist im Grunde genommen gleich. Aber falls man hier doch mal irgendwo was sieht, am Start und Ende ist das dann besser, wenn das dann hinten ist. So, und dann würden wir hier unten jetzt diese Reihe abmaschen oder schließen. Und dann geht es gleich schon mit den Ärmchen weiter. Also, ich lege mir mal eben meine Arbeit hier zurecht. Ich ziehe mir wieder hier hinten den Faden raus, damit es einfacher wird. So. Und dann so, wir haben hier zwei rechte Maschen. Also das hier war jetzt auch, ich habe den Markierer schon weggetan, das war jetzt wieder unser Start, Start und Ende. Also hier wäre jetzt mein Markierer gewesen, den habe ich jetzt weggetan, denn es geht ja jetzt weiter. Das heißt, ich stricke jetzt die nächsten beiden Maschen ab und ziehe dann die Masche davor hinter die letzte Masche, über die letzte Masche. So, dadurch haben wir eine Masche schon abgehoben. Die nächste stricken wir links. Und, weil das auch die linke gewesen wäre, und ziehen wieder die Masche, die dahinter liegt, über die erste Masche drüber. So, zweite Masche geschlossen. Die nächste ist wieder eine linke. So, und wieder ziehen wir die vorletzte Masche über die letzte. So, und dann immer weiter im Verlauf. Das nächste ist eine rechte Masche, die stricken wir dann rechts und wir heben wieder die eine Masche über die andere. Also ziehen die da drüber. So.
Und somit schließen wir jetzt Masche für Masche hier unsere ganze Runde, bis wir nichts mehr auf der Nadel haben oder nur noch die eine, die letzte. Und dann sehen wir uns gleich wieder und dann geht es wie gesagt mit dem Ärmchen weiter. Ich habe jetzt gerade hier die letzten beiden linken Maschen abgenommen. So, dann entfernen wir unsere Nadel. Wir schneiden hier unten den Faden ab. Verschließen unsere Arbeit hier gut. So, und dann vernähen wir das hinterher. Keine Angst, hier diese Lücke, das sieht man nicht mehr. Das nehmen wir dann hier so rüber. Da wird man dann hier nichts mehr sehen. Ja, gut, dann haben wir jetzt hier unten unser Bündchen fertig. Dann geht es jetzt mit den Ärmeln weiter. Es ist jetzt im Grunde genommen egal, mit welchem Ärmel ihr anfangt. Und zwar jetzt brauchen wir wieder unser Nadelspiel in der Stärke Nummer 4, denn wir sind ja jetzt mit dem Bündchen weiter und der Pulli wird ja mit 4 wieder weiter gestrickt. So, und dann nehmen wir jetzt erstmal, wir lassen den Faden hier noch weiter drin und nehmen jetzt einfach hier ein paar Maschen. Das muss nicht unbedingt haargenau auf jeder Nadel gleich viele Maschen sein. Ich mache das so nach Gefühl. Ich nehme jetzt auf die erste Nadel hier so ein paar Maschen auf. So. Vielleicht ein bisschen weniger. So. Ich überlege sogar, ob ich gleich nur mit 3 Nadeln, dann habe ich nicht so oft zu wechseln, anstatt mit 4 Nadeln hier weiter stricke. Das mache ich auch schon mal ganz gerne. Mal eben kurz gucken, wie viele Maschen das sind. Ja, das könnte sogar funktionieren. Dann nehme ich auf die erste doch noch ein paar mehr drauf. Das könnte hier ganz gut klappen mit 3. Also ihr könnt das mit 4, mit 3, wie ihr möchtet, machen. Ich mache das nur ganz gerne. Wie gesagt, dann brauche ich nicht so oft hier die Arbeit zu wenden. So. Ihr verteilt die. Wie gesagt, das muss nicht gleich sein. So, dann hier so ein paar und dann habe ich noch die dritte Nadel. Ja, das wird bei mir funktionieren mit 3 Nadeln. Also ihr zieht jetzt einfach, der Faden ist ja noch da drin. Ihr müsst natürlich nur aufpassen, dass euch hier keine Masche verloren geht, denn wir ziehen gleich den Faden raus, damit wir hier nichts verlieren. So, na, die letzte ist ein bisschen enger, aber es geht. So, ich habe jetzt wirklich hier alle Maschen drauf, noch mal eben gucken, dass wir nichts verloren haben. Und jetzt können wir den Faden, wenn ihr das jetzt nur mit einer Schleife gemacht habt, wieder aufziehen. Ich hatte es, glaube ich, hier geknotet. Dann schneide ich auf, Vorsicht, dass ihr nichts, keine Wolle schneidet, wenn ihr das auch aufschneidet. So, ich werde zum leichteren rausziehen mir hier oben auch noch mal den Faden aufschneiden, aber wirklich Achtung, dass ihr wirklich nur diesen Faden, der da durchgezogen wurde, schneidet. So, und dann kann man jetzt, ihr haltet die Nadel schön fest und zieht dann diesen Faden hier raus. Übrig bleiben die Maschen oft. Hier habe ich ja noch ein Stückchen. So, den ziehe ich auch raus, hier festhalten. Gut. So, wir haben die Maschen auf der Nadel, Faden ist raus und dann müssen wir jetzt hier einfach einen neuen Faden hier neu anschlingen. Wir fangen hier unter dem Arm, ist immer Start und Ende der Runde. So, wir starten jetzt auf diese Seite weiter. Genau, was wir jetzt hier machen ist, wir machen jetzt dasselbe, wie wir hier am Körper gemacht haben. Wir machen jetzt erstmal eine komplette Runde nur rechts. Dann stricken wir eine Runde links, dann nochmal eine rechts und dann wieder eine links, damit wir hier dieselbe Kante erzeugen wie am Körper. Das heißt, wir nehmen hier unsere Arbeit und schlingen uns hier einfach jetzt den Faden neu an. So, und stricken jetzt einfach einmal komplett. Hier könnt ihr ein bisschen nachziehen. Das ist dann hinterher nicht mehr so locker. Wir müssen erstmal jetzt die ersten Runden hier stricken. Also ihr strickt die Maschen jetzt hier einfach in rechts ab von euren 3 oder 4 Nadeln.
Ups, bei mir haben sich hier so ein paar Fäden gelöst. Ich muss noch mal eben hier gucken. Ja, jetzt habe ich aber alles hier drauf. So. Noch mal eben einen Nadelwechsel zusammen machen. So, dann kommt die nächste Nadel auch einfach rechts. Ja, und ich würde sagen, ihr strickt jetzt einfach hier alles weiter ab. Dann sehen wir uns gleich bei der letzten Nadel. Ich bin jetzt hier bei der letzten Nadel und stricke jetzt meine letzten zwei Maschen ab. So. Das ist die letzte. Hier wäre wieder die erste, mit der wir angeschlingt haben. Jetzt gibt es hier auch mehrere Möglichkeiten. Entweder man strickt hier direkt weiter, dann ist hier so ein kleines Loch, das kann man hinterher zunähen. Oder wir nehmen jetzt noch zusätzlich hier Maschen auf, dann ist direkt alles zu unterm Arm. Ich glaube, das machen wir diesmal mal so. Da muss man sich nur merken, wie viele Maschen man genau hier aufnimmt, damit das auf der anderen Seite genauso gemacht wird, damit beide Ärmchen wirklich gleich werden. Also das ist hier, damit wirklich keine Lücke entsteht, würde ich mal sagen, 1, 2, 3, 4, ja, 5 Maschen würde ich schon hier aufnehmen und zwar schön gleichmäßig verteilt. Also wir gehen hier einfach in eine Lücke. Man könnte jetzt auch eine Häkelnadel nehmen und sich den Faden hier rausziehen. So, ihr könnt das aber auch mit den beiden Stricknadeln machen. Also wir gehen jetzt einfach hier rein. Wir gucken mal, wie viele das werden, dass das hier gleichmäßig auf jeden Fall hier drunter geschlossen wird. So, eins war das. Dann hier nochmal eine. Wie gesagt, ihr geht jetzt einfach hier in die Arbeit und zieht euch den Faden neu hier raus. Zwei. Dann hier rüber direkt. Ich glaube, es werden 4. Das wäre auch ganz gut. Dann sind hier 2 neue und hier nehmen wir dann auch gleich 2 drauf. Die bringen wir dann einfach rüber auf die andere Seite, damit das gleichmäßig verteilt ist und wir wirklich hier unten in der Mitte sind. So, das ist dann hier Nummer 3. Also sucht euch einfach eine Lücke, wo ihr dann den Faden gut rausziehen könnt und dass das auch nicht so offen gezogen ist. Und jetzt nehmen wir noch eine 4. Das passt eigentlich ganz gut mit 4. Ich würde sagen, ich gehe mal hier. Also da müsst ihr euch hier einfach eine Lücke, wie gesagt, suchen. So, ich habe jetzt hier 4 Maschen zusätzlich. Hier war der Start, hier haben wir neu angeschlungen. So, und jetzt, wir müssen gleich nur dran denken, dass wir diese 2 Maschen mit hier drauf nehmen. Aber jetzt stricken wir erstmal weiter, damit das hier bündig weiter gestrickt wird. So, und zwar, wir starten jetzt schon hier auch direkt, das ist hier gleich unterm Arm, das sieht man dann auch nicht mehr. Also wir starten jetzt mit linken Maschen. Dass das hier locker wird, ist normal, denn hier hatten wir unseren Faden neu angeschlungen, so, und jetzt stricken wir hier weiter mit links. Ihr zieht einfach mal hier nach bei dem Faden und dann strickt ihr einfach mit in links weiter. So, wir stricken mal eben zusammen diese Nadel hier ab. So, wenn ihr da gleich 2-3 Mal drüber gestrickt habt, dann ist das hier auch alles ein bisschen fester. So, und nach dieser Nadel, damit wir das nicht vergessen, mache ich das dann immer so, dass ich mir jetzt die 2, die sind zwar jetzt nicht in links, das ist aber nicht schlimm, denn das sind die neu aufgenommenen. Da haben wir ja die Fäden hier rausgezogen. Dann nehmen wir uns jetzt 2 Stück schon mit auf die Nadel, damit diese 4 einfach gleichmäßig hier verteilt sind. Ich nehme mir 2 Stück hier rüber. So, und dann sind wir wirklich richtig hier unterm Arm. Ne? Habt ihr verstanden? Wir haben hier 4 Maschen neu aufgenommen. Und das heißt,
um das gleichmäßig zu verteilen, sind hier zwei von den neun und hier zwei. Ich habe die jetzt nur eben erst abgestrickt, damit das vernünftig geht, und dann jetzt nachträglich zwei von hier rüber geholt. Und jetzt sind wir wieder immer richtig unterm Arm. So, dann brauchen wir gleich auf jeden Fall hier unten nichts mehr zuzunähen. Aber wie gesagt, da gibt es auch mehrere Möglichkeiten und nichts ist falsch, nichts, nö, alles, also man kann da mehrere Sachen machen. Man kann auch absichtlich sogar hier schon mal Abnahmen machen, darunter Abnahmen, dann vernäht man hinterher so ein größeres Loch. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten hier beim Arm. Ja, jetzt macht ihr diese Runde komplett in links weiter, bis ihr wieder unterm Arm seid. Und da wechseln wir mal eben noch mal gleich einmal zusammen. So, ich habe jetzt hier die letzte Nadel abgestrickt in links. Das heißt, und jetzt machen wir wieder mit rechts weiter. Also stört euch nicht dran, dass diese ersten beiden, das waren die zusätzlich aufgenommenen, das fällt hier unterm Arm gar nicht auf. So, und jetzt machen wir dann die ganze Runde wieder in rechts. Danach machen wir wieder eine Runde in links und dann geht es nur in rechts weiter, damit wir genau dasselbe machen, wie wir hier am Körper gemacht haben. Ne? Da hatten wir auch diese beiden kraus rechts gestrickten und dann hinterher einfach glatt rechts. Okay, ich würde sagen, dann strickt ihr jetzt erstmal ein ganzes Stückchen weiter. Hier könnt ihr nochmal schön an diesem Anfangsfaden ziehen, dass das hier auch schön stramm ist. Der wird ja hinterher ordentlich vernäht. Ja, und jetzt ganz wichtig, erstmal noch die nächste Reihe rechts, dann noch eine links und dann macht ihr erstmal so ein paar Reihen in rechts weiter und ich sag euch dann, wann wir mit den Abnahmen am Arm beginnen, denn wir wollen ja dann den Arm nicht so weit auslaufen lassen, sondern der wird dann unten ein bisschen schmaler allmählich. Okay, dann bis gleich. So, ich bin jetzt bei dem Ärmel hier an der Stelle angekommen, wo ich jetzt dann Abnahmen einarbeiten möchte. Also ich habe jetzt hier genau gezählt ab nach der krausen Reihe hier direkt nur noch die rechten Maschen gezählt, von hier direkt unterhalb 25 Reihen gehäkelt. Und jetzt, wenn ihr dann ungefähr so weit seid, würde ich dann gerne die Abnahmen für den Ärmel, damit der Ärmel eine schön schmalere Form nach unten, damit er ein bisschen schmaler wird, die arbeiten wir jetzt hier ein. Also Wechsel ist ja immer, wie gesagt, hier unterm Ärmel. Wir arbeiten hier Abnahmen ein in die erste Nadel und in die letzte Nadel. So, wir starten mal direkt. Und zwar, also wir stricken ja jetzt sowieso nur noch rechts, wie gesagt. Hier hatten wir am Ärmel ja genau wie am Körper diese zwei krausen Reihen eingearbeitet. Und jetzt geht es ja nur noch rechts weiter. Also wir starten hier dann die 26. Reihe von diesen glatten Reihen, indem wir hier diese ersten zwei Maschen rechts zusammenstricken. Also wir nehmen alle beide Maschen auf die Nadel und stricken beide zusammen rechts ab. Das war schon alles. Dann haben wir hier schon mal eine Masche weniger. Und ihr strickt jetzt glatt rechts weiter. Und wir sehen uns dann kurz vor Ende. Ihr lasst noch drei Maschen auf der letzten Nadel drauf. Und hier arbeiten wir dann auch eine Abnahme ein. Also ich bin jetzt hier bei der letzten Nadel. Ich habe mir die letzten drei Maschen hier drauf gelassen. Hier sind wir dann wieder unterm Arm. So, und hier kommt jetzt die nächste Abnahme. Und zwar, diese Abnahme soll nach links geneigt zeigen. Deswegen stricken wir hier nicht zwei zusammen, sondern das macht man anders. Wir heben eine Masche einfach nur ab, nicht stricken, abheben. Die nächste stricken wir rechts. So, und die abgehobene heben wir jetzt einfach über die gestrickte. So. Dann haben wir hier eine Abnahme, die nach links sich neigt. Und die erste Abnahme neigt sich nach rechts. Also beide Abnahmen neigen sich in Richtung hier unterm Arm. So, die letzte stricken wir einfach ganz normal. Und ab jetzt können wir auch ganz gut zählen. Ihr seht, diese Abnahme, dann entsteht hier so ein leichter, so ein Querfaden. Und dann können wir gleich die Reihen zählen. Und wir nehmen jetzt immer nach vier Reihen, machen wir genau dasselbe, was wir jetzt gerade gemacht haben. Wir machen das gleich, würde ich sagen, noch einmal zusammen und dann könnt ihr das für den Rest des Ärmels dann alleine. Also wir sehen uns gleich nach vier Reihen. Jetzt strickt ihr ganz einfach vier Reihen weiter, ohne Abnahme, ohne nichts zu beachten, einfach glatt rechts und dann sehen wir uns gleich wieder.
Ich habe jetzt hier 4 Reihen weiter gestrickt nach der letzten Abnahme und ich zeige euch das noch mal eben. Ihr seht hier, sieht man bei der letzten Nadel hier diesen Querfaden und dann kann man ganz gut zählen. 1, 2, 3, 4 Reihen haben wir jetzt gestrickt und immer in der 5., also 4 Reihen werden wir nach jeder Abnahme stricken und in der 5. Reihe fangen wir dann wieder mit unseren Abnahmen an. Das heißt, auf der ersten Nadel, wir machen das jetzt mal noch einmal gemeinsam, auf der ersten Nadel immer die ersten 2 Maschen rechts zusammenstricken, damit es eine Neigung zur rechten Seite hingibt, in Richtung unterm Arm. So, 2 zusammen, einfach abstricken und weiter den Rest ganz normal. Und dann machen wir jetzt gleich die letzte Nadel hier nochmal gemeinsam. So, und jetzt bin ich hier wieder bei der letzten Nadel in der Runde. Und auch hier machen wir wieder unsere Abnahme. Ich habe mir 3 Maschen übrig gelassen. Ich hebe die erste hier ab. Ich stricke die nächste. Und die abgehobene ziehe ich über die gestrickte Masche. Und dann haben wir hier unsere nächste Abnahme. So, die letzte stricke ich wieder und dann fängt alles wieder von vorne an. So, und das macht ihr so weit, bis ihr so in etwa die Länge des, ich drehe mal eben den Ärmel so rum hier, bis ihr in etwa die Länge erreicht habt. Denkt dran, dann kommt noch das Bündchen unten dran. Das machen wir ungefähr so lang, wie hier unten das Bündchen ist. Also jetzt strickt ihr erstmal noch so ein bisschen weiter. Ich sage ja immer lieber die Ärmel ein bisschen zu lang als zu kurz. Im Notfall kann man dann nochmal umkrempeln. Ja, strickt erstmal ein ganzes Stückchen und dann sehen wir uns gleich wieder kurz vorm Bündchen. Es kann sein, dass wir dann auch nochmal in der letzten Runde ein paar Abnahmen mehr einarbeiten, je nachdem wie breit das dann hier unten ist, damit das Ärmelchen nicht unten zu weit endet. Okay, dann macht erstmal ein paar Runden und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt meinen Ärmel so weit, dass ich jetzt hier auch das Bündchen stricken würde. Ich sage euch mal eben, wie viele Abnahmen ich hier eingearbeitet habe. Wir sehen das ja hier an diesen Querfäden. Also 1, 2, 3, 4 Stück und dann habe ich noch 4 Reihen hier drüber gestrickt. Das belasse ich jetzt auch so. Also hier nach der 4. arbeite ich jetzt keine mehr rein. Ihr müsstet jetzt allerdings einmal die ganzen Maschen auf der Nadel zählen, denn wir brauchen ja jetzt für das Bündchen eine Teilbarkeit durch 4. Also ich habe hier insgesamt 40 Maschen drauf. Das würde jetzt passen. Wir wechseln ja jetzt sowieso auf die kleinere Nadel auch. Dann wird das auch nochmal alles ein bisschen schmaler. Solltet ihr jetzt, weil ihr vielleicht eine andere Größe habt oder warum auch immer, eine andere Zahl haben, dann nehmt ihr einfach zwischendurch mal, damit sich das jetzt hier ein bisschen verteilt, so oft Maschen ab, bis ihr dann eine Teilbarkeit durch 4 habt. Also ihr strickt beim Bündchen stricken, zum Beispiel, wenn ihr gerade beim, es wird ja 2 rechts und 2 links gestrickt, wenn ihr gerade bei den rechten Maschen seid, könntet ihr zum Beispiel einfach 2 rechts zusammenstricken. Das sieht man hinterher gar nicht mehr. Nur, dass ihr dann am Ende eine Teilbarkeit durch 4 habt. Das wäre wichtig. So, ja, also ich sage euch mal eben, wie lang das jetzt hier ist. So, zum einen, wenn ich das Ärmelchen hier so falte, bin ich genau hier unten und jetzt käme das dann noch das Bündchen dazu und ich sage euch auch mal eben, wie viel Zentimeter das sind. Ab der krausen Masche hier, ab den glatt rechten Maschen gemessen, habe ich ungefähr 17 cm. Wie gesagt, und jetzt kommt nochmal dieses Bündchen, was dann so aussehen wird wie dieses hier, das heißt, also nach dieser Runde, die ich jetzt hier hatte, also wenn ihr natürlich eine andere Größe habt oder das noch länger haben wollt, dann strickt ihr jetzt einfach so weit, wie ihr möchtet. Und ansonsten macht ihr das jetzt hier mit und das Verfahren kennt ihr ja. Ab jetzt stricken wir dann genau wie hier, 2 rechts, 2 links, 2 rechts, 2 links, wie gesagt. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Maschenzahl habt, wo ihr 2 Maschen übrig habt, dann strickt ihr einfach mal hier, wenn ihr hier bei 2 rechts wärt, 2 rechts zusammen und vielleicht dann auf der anderen Nadel nochmal, dass das schön verteilt ist und dass ihr dann hinterher mit dem Muster dahin kommt. Okay, ich würde sagen, dann stricken wir jetzt das Muster. Wir können ja und die Nadeln wechseln. Genau, fällt mir gerade noch ein, ganz wichtig, denn wir werden ja bei dem Bündchen dann immer ein bisschen kleiner. So, wir nehmen wieder die kleineren Nadeln dann jetzt für das Bündchen und starten, genau wie unten bei dem Bündchen am Körper, 2 rechts, 2 links.
zwei rechts, zwei links. So, und das macht ihr jetzt Runde für Runde, so breit wie euer Bündchen sein wird. Ich denke mal, ich mache meins ungefähr so wie unten an dem Pulli. Und wie gesagt, vergesst nicht, das passiert mir auch schon mal, dass ihr jetzt alle Nadeln einmal wechselt und die kleineren nehmt. Und dann sehen wir uns gleich am Ende des Bündchens wieder. Ich habe den Ärmel jetzt fertig, also ich muss hier nur noch die Maschen abnehmen. Und zwar habe ich genauso viele, 9 Runden für das Bündchen gestrickt, wie ich auch hier unten für das Bündchen gestrickt hatte. Wenn ich das jetzt so hier drüber lege, dann guckt das Bündchen so ein bisschen hier drüber. Wie gesagt, man kann das hinterher auch schön krempeln, wenn man möchte. Also ja, so reicht mir das auf jeden Fall. So, was wir dann jetzt wieder machen, das kennt ihr ja auch. Wir nehmen jetzt hier die Maschen ab. Das heißt, ihr strickt die Maschen so, wie sie sich darstellen und zieht die dann über. Das heißt, wir starten hier mal eine rechts und noch eine rechts und dann ziehen wir diese Masche, ups, ich bin gerade verrutscht, Entschuldigung, über die Masche. Also genau wie wir das unten am Bündchen gemacht haben, dann kommt die linke Masche, die wird links gestrickt und wir ziehen wieder die vorherige über die letzte. Die nächste wäre wieder links. Und das heißt, wir stricken die links und ziehen dann wieder die vorherige über die letzte. Jetzt wären wieder hier Rechtsmaschen dran. So, das macht ihr jetzt die ganze Runde lang. Genau wie wir das hier unten beim Bündchen gemacht haben. Da ist jetzt, gibt es auch keine Besonderheit. Ja, und dann strickt ihr im Grunde genommen das zweite Ärmchen genauso nach derselben Anleitung wie dieses Ärmchen, was wir gerade hier gestrickt haben. Und dann sehen wir uns ganz am Ende, wenn beide Ärmel fertig sind, wieder. Wenn wir dann beide Ärmelchen gestrickt haben, dann sind wir fast soweit. Was uns dann noch fehlt, ist die ganzen Fäden vernähen. Das kann ich ja mal an einem Faden hier mit euch mitmachen. Und was ihr auch nicht vergessen dürft, ist ganz wichtig. Ich habe hier unter einem Arm schon genäht. Hier oben am Hals habe ich auch schon genäht. Übrigens, was rechts und links ist, das ist euch überlassen. Meistens sieht man das hinterher gar nicht mehr, da wo der Faden war. Denn ich nehme immer ganz gerne da, wo der Faden hier runterhing, dass das dann hinten ist, falls man doch einen runden Wechsel sieht. Aber ehrlich gesagt, kann ich das jetzt bei mir noch nicht mal mehr erkennen, was vorne und hinten war. Nee, von daher ist es jetzt in dem Fall auch egal. Ja, wie gesagt, unterm Arm, als wir hier neu angeschlingt haben für den Arm, da ist ja jetzt ein langer Faden. Den müsst ihr auf jeden Fall hier bei mir, sah von außen, den muss ich noch reinziehen. Den müsst ihr auf jeden Fall noch vernähen. Und was ihr dabei auch machen könnt, falls hier noch irgendwo eine Lücke entstanden ist, die euch nicht gefällt, dann näht ihr an der Stelle einfach mit dem Faden hier dran entlang. Dann habt ihr das dann damit auch geschlossen. Es kann ja sein, dass ihr vielleicht einen Abstand doch ein bisschen zu weit gewählt habt, als wir hier die Masche neu aufgenommen haben. Also das kann man dann mit dem Faden hier ganz gut machen. Ja, wir vernähen mal ein hier unten zum Beispiel, weil das ja so ein bisschen auseinanderklafft hier. Das sieht man aber hinterher gar nicht mehr, hatte ich ja gesagt. Also wir nehmen eine Nadel. Fädeln unsere Wolle ein. So, und was wir jetzt machen, wir haben ja hier die zwei links, dann kommen die zwei rechts und ich gehe genau hier in die erste Masche rechts hier rein und verbinde im Grunde genommen diese beiden Teile. Wenn man das jetzt zusammen sieht, zieht, seht ihr, dann sieht man hier gar keinen Übergang mehr. Ja, und dann ziehe ich das aber auch noch mal einmal wieder zurück und wieder rein und dann wird das natürlich von innen auch vernäht. Die Fäden werden ja immer von innen vernäht, damit man das nicht sieht. So, seht ihr? Das Bündchen, hier ist jetzt nichts mehr erkennbar, dass das eben noch so ein bisschen auseinandergeklafft ist. So, und hier vernähe ich das jetzt einfach hier innerhalb, hier an den Maschen entlang, von innen natürlich vorsichtig, damit man das dann außen nicht sieht. Einmal in die Richtung. Also so mache ich das auf jeden Fall immer und einmal in die Richtung wieder zurück oder hier auf der anderen Seite kann man auch machen. Nicht zu fest ziehen, nicht, dass sich die Maschen dann auf einmal auseinanderziehen. Das wäre auch nicht gut. So, dann schneiden wir den Faden ab. So, und dann sieht man hier draußen gar nichts mehr. Und das macht ihr mit allen Fäden, die ihr habt. Und dann sehen wir uns ganz zum Schluss
nochmal wieder, wenn wir alles hier sauber vernäht haben und den Pulli fertig haben. So, dann haben wir unseren kleinen Pullover fertig gestrickt. Wenn wir jetzt alle Fäden hier vernäht haben, wie gesagt, auch hier drin nicht vergessen haben, die Fäden zu vernähen, ja, dann haben wir es geschafft. Ich finde, er ist richtig toll geworden. Auch die Ärmelform ist sehr schön. Erstmal ein bisschen breiter, bequem zum Anziehen. Und dann bekommt er eine leichte, schmalere Form und dann ein schmaleres Bündchen. Wie gesagt, und wenn es zu lang ist, dann krempelt ihr einfach euer Ärmchen um. Aber ihr macht das ja auch wahrscheinlich haargenau passend dann für euer Baby. Und ja, das war's dann im Grunde genommen mit dem Pulli. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Stricken und dass euch das Video gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, mir einen Daumen hoch zu geben. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst ihr in Zukunft keine neuen Videos von mir. Dann sage ich danke nochmal fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!